In dem nun folgenden Video werden Sie komplexe Zahlen kennenlernen. Das bedeutet, dass wir Ihnen zumuten, sich mit einer völlig neuen Art von Zahlen anzufreunden, die Sie bisher nicht kennengelernt haben. Sie sind weder ganz, weder gebrochen, noch rational, noch irrational, noch reell. Sie sind eben komplex. Und was das bedeutet, werden wir jetzt sehen. In einer Aufeinanderfolge von abgestimmten Videos werden wir uns mit den sogenannten komplexen Zahlen beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass für jemanden, dem dieser Begriff zum ersten Mal begegnet, komplexe Zahlen sich etwas abschreckend anhört. Deshalb bitte ich Sie von vornherein, nicht zu denken, dass komplex ein Synonym für schwer verständlich wäre. Komplex meint das, was komplex eigentlich immer meint, nämlich, dass wir uns mit Zahlen beschäftigen werden, die aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt sind. Möglicherweise kennen Sie so etwas schon. Vektoren haben nämlich auch die Eigenschaft, aus verschiedenen, wie man sagt, Komponenten zu bestehen. Die komplexen Zahlen sind historisch entstanden bei der Frage, wie man algebraische Gleichungen lösen kann. In der Physik spielen sie eine hervorragende Rolle, etwa bei der Beschreibung von Schwingungs- und Wellenvorgängen, bei der Bewegung auf dem Kreis, in der Elektrotechnik und für den Physiker vor allem in der Quantenmechanik. Wie stets müssen wir zunächst definieren, was wir unter dem Wort komplexe Zahlen verstehen wollen, und aus diesen Definitionen lassen sich dann Regeln ableiten, wie man mit ihnen rechnet. Und in einem späteren Video lernen wir dann auch, wie man sie grafisch darstellen kann. Wir gehen zurück auf die ursprüngliche Motivation, nämlich, wie ich schon sagte, die Lösung von algebraischen, in diesem Fall einer quadratischen Gleichung. Die quadratische Gleichung soll wie folgt lauten: z² minus 2z plus 2 ist gleich 0. Nun lernt man sehr bald schon in der Schule, wie man quadratische Gleichungen löst. Mit dieser aber haben wir ein Problem. Und das sehen wir wie folgt. Wir zerlegen diesen letzten Summanden 2 in 1 plus 1 und nehmen eine 1 auf die rechte Seite. Dann bleibt links stehen z² minus 2z plus 1. Das ist nach den binomischen Formeln z minus 1 zum Quadrat. Also z² minus 2z plus 1. Und die andere 1, denn hier steht eine 2, kommt auf die rechte Seite. Wenn wir in Worten formulieren, was hier gesucht ist, so lautet die Antwort: Gesucht ist eine Zahl, die die Eigenschaft hat, dass ihr Quadrat negativ, nämlich gleich minus 1 ist. Nun wissen wir aber, dass in dem Bereich von Zahlen, die wir kennen, also im Bereich der reellen Zahlen, keine Quadratzahl negativ ist, sodass wir auf dem Stand des bisherigen Wissens sagen können, im Bereich der reellen Zahlen hat diese Gleichung keine Lösung. Wir werden jetzt einfach einmal formal weiterrechnen und auf diese Weise zur Definition komplexer Zahlen kommen. Wenn wir das Problem, das eben beschrieben wurde, zunächst ignorieren, dann haben wir für diese Zahl zwei Lösungen. Z1 ist 1 plus Wurzel aus minus 1 und z2 ist 1 minus Wurzel aus minus 1. Mit dieser Formulierung haben wir zunächst gar nichts geleistet, denn wir könnten jetzt das Problem, das wir soeben formuliert haben, neu formulieren und sagen,
Im Bereich der reellen Zahlen ist nicht erklärt, was die Wurzel aus minus 1 ist. Wir fahren aber wie folgt fort. Wir geben, weil das so üblich ist, dieser Wurzel aus minus 1 einen neuen Namen. Nämlich klein i, meinen damit nichts weiter und haben auch nichts weiter gelernt durch diese Umbenennung als Wurzel aus minus 1 und definieren dieses i so, dass i Quadrat gleich minus 1 ist. Dieses i hat den Namen imaginäre Einheit. Mit diesem i sind wir in der Lage, rein formal zu schreiben, dass die eine Lösung 1 plus i ist und die andere Lösung ist 1 minus i. Die einzige Information, die in diesem i drinsteckt, ist zunächst eben über definierende Eigenschaft i Quadrat ist minus 1. Eine Zahl z, die zwei Bestandteile hat, und die wir als ein Zahlenpaar auffassen können, nämlich ein Zahlenpaar bestehend aus 1 mal 1 plus 1 mal i oder abgekürzt 1 und 1. Und an dieser Stelle 1 mal 1 minus 1 mal i oder eben 1 und minus 1. Solche Zahlen nennen wir komplex. Es sind, wenn wir an reelle Zahlen denken, Paare reeller Zahlen. Und sie sind wie folgt aufgebaut. Wir haben, wie im Reellen immer, eine reelle Einheit, nämlich die 1. Und jetzt eine imaginäre Einheit, nämlich das i, mit der Eigenschaft, dass i Quadrat gleich minus 1 ist. Und wenn Sie so wollen, obwohl es nicht das Gleiche ist, aber vielleicht im Geiste hilfreich, könnten wir sagen, wir betreiben eine zweidimensionale Vektorrechnung mit den Basisvektoren in Anführungsstrichen wohlgemerkt 1 und i. Üblicherweise schreibt man natürlich die 1 nicht mit. Man sagt nicht immer, dass 2 gleich 2 mal 1 ist, aber das ist ja eigentlich gemeint. Die imaginäre Einheit müssen wir jedoch mitschreiben, sodass wir also eine komplexe Zahl etwa immer in dieser Form dastehen haben, die man allgemein schreiben kann als z ist x plus i mal y. Wobei x und y reelle Zahlen sind. Oder eben, wie schon gesagt, wir rechnen mit einem Zahlenpaar x und y. Das Rechnen mit den Zahlenpaaren hat sich in der modernen Literatur eher nicht durchgesetzt, sondern diese sogenannte Standarddarstellung. Also noch einmal, wir betrachten eine Zahl und nennen sie komplex, wenn sie zusammengesetzt ist aus zwei reellen Zahlen, verbunden mit Hilfe der imaginären Einheit.
von der wir im Moment nicht mehr wissen, als dass i² gleich minus 1 ist. Also etwas, was es bei den reellen Zahlen nicht gibt, eine Quadratzahl negativ. Und im Grunde genommen, wie wir bald sehen werden, müssen wir keine neuen Rechenregeln lernen, sondern stets nur bedenken, wenn i² auftaucht, dann ist das die reelle Zahl minus 1. Das ist also mit einer komplexen Zahl gemeint. Und nun müssen wir zunächst ein wenig Vokabeln lernen, wenn Sie so wollen, nämlich die Begriffe, die benutzt werden beim Rechnen mit diesen Zahlen. Der Bestandteil x heißt Realteil von z, wobei man das z manchmal auch in Klammern schreiben kann. Das ist also eine reelle Zahl, wie wir sie gewöhnt sind. Haben wir eine komplexe Zahl, für die das x gar nicht vorkommt, heißt sie also nur i mal y, dann nennt man z rein imaginär. Der Bestandteil y, wohlgemerkt y, nicht i mal y, heißt Imaginärteil von z und wird so geschrieben. Und wenn y einmal 0 ist, dann ist z eine rein reelle Zahl. Dann bleibt nämlich nur das reelle x übrig. Noch ein neuer Begriff. Wenn wir uns in der nun eingeführten Schreibweise die beiden Lösungen, die es, wir sagen es noch einmal, im Reellen allein nicht gibt, sondern die komplexe Zahlen sind für die Ausgangsgleichung, einmal anschauen, dann entsteht z2 dadurch, dass wir in z1 nichts weiter tun als i durch minus i zu ersetzen. Wann immer wir zwei komplexe Zahlen haben, die auf diese Weise auseinander hervorgehen, also noch einmal, es wird immer nur i durch minus i ersetzt, dann heißen diese beiden Zahlen zueinander konjugiert komplex. Im Allgemeinen, wenn wir eine Zahl z haben, in der Standarddarstellung x plus i mal y, und wir ersetzen i durch minus i, dann entsteht eine neue Zahl, die man mit einem Querstrich oder manchmal in der Literatur auch mit einem hochgestellten Stern versieht. Wir entscheiden uns für den Querstrich. Und diese beiden Zahlen, man kann es ja auch umgekehrt machen, wir ersetzen hier minus i durch minus i, dann haben wir plus i, die heißen zueinander konjugiert komplex. Wenn wir die neu gelernten Begriffe ein erstes Mal anwenden, dann können wir, wie man sofort leicht sehen kann, den Realteil und den Imaginärteil durch eine bestimmte komplexe Zahl und die dazu konjugiert komplexe ausdrücken. Nehmen Sie diese beiden Zeilen zum Schluss und addieren Sie die beiden. Dann bekommen Sie 2x ist z plus z quer. Und x ist der Realteil von z. Wir können also schreiben R, Realteil von z.
ist 1/2 mal z plus z quer. Und genauso können Sie verfahren, wenn Sie die zweite Zeile von der ersten subtrahieren. Dann erhalten wir als Resultat, der Imaginärteil von z ist 1 dividiert durch 2i mal z minus z quer. Und wir schließen an dieser Stelle schon einmal an, was man meint, wenn man schreibt 1 durch i. Also, was ist 1 durch i? Das befähigt uns, diese Zahl noch etwas anders aufzuschreiben am Ende. Wir verfahren so, dass wir mit i erweitern. Wir rechnen wie mit den reellen Zahlen auch. Wir können erweitern und haben dann i durch i mal i. I mal i im Nenner, also i Quadrat, ist nach der wichtigen definierenden Eigenschaft gleich minus 1. Hier steht also i durch minus 1 oder eben minus i. Das ist ein häufig zu benutzendes Resultat. 1 durch i ist minus i. Und der Schritt, den wir hier gegangen sind, dass wir durch das Erweitern im Nenner eine reelle Zahl, nämlich minus 1, gewonnen haben, den nennt man das Realmachen des Nenners. Und damit können wir am Ende das i in diesem Ergebnis auch in den Zähler nehmen und schreiben, das ist 1 durch i minus i halbe mal z minus z quer. Nach der Einführung dieser Begriffe, und ich sage es nochmal, dieses hier ist der entscheidende, kommen wir im nächsten Video zu den Rechenregeln. Wir fragen also, wie man komplexe Zahlen addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert.